Nachdem ich euch in den ersten beiden Teilen einmal 7 Anfänger und 5 allgemeine praktische Addons vorgestellt habe, möchte ich euch heute 5 Addons präsentieren, welche für Raids und natürlich auch drumherum nützlich sind und euch das Leben etwas einfacher machen können. Ihr findet alle besagten Addons über den Twitch-Client, ich verlinke euch diese aber natürlich nochmal separat in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch super gerne einen Daumen sowie einen Kommentar da. Mein erstes Addon auf der Liste ist zugleich eins, welches eigentlich gar nichts mit dem Raid an und für sich zu tun hat, sondern eher vielleicht mit dem Loot, welchen ihr dort bekommt. Character Stats ermöglicht euch im Charakterfenster diverse weitere Optionen zu sehen, wie zum Beispiel unter dem Reiter Zauber eure Zauberheilung, den Crit, eure Trefferchance und so weiter. Das Ganze gibt es natürlich auch für den Nahkampf, dem Distanzkampf sowie der Verteidigung. Dadurch erspart ihr euch das lästige händische Zusammenzählen und bekommt ganz einfach mit einem Blick eine super Übersicht. Das nächste Addon nennt sich Deadly Boss Mods und sollte vielen von euch ein Begriff sein. DBM abgekürzt ist ein Addon, welches euch genau sagt, wann welche Fähigkeit kommt und welche momentan aktiv ist. Ich blende euch im Hintergrund gerade Szenen aus dem Stream von unserem Trollmagier namens Flickred ein, welcher zugleich der Gründer unserer Gilde der Mana Crew ist. Schaut bei ihm auf jeden Fall mal vorbei, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber zurück zum Addon. Ihr seht jetzt auf jeden Fall, welche Bossfähigkeit gerade aktiv ist und in wie viel Sekunden welche kommt. Ganz ehrlich gesagt, Molten Core ist so einfach, dass man das Addon dort eigentlich noch nicht unbedingt benötigt. Für Einsteiger-Raids, wie wir es auch sind, kann es aber definitiv sinnvoll sein. Ich denke, so ab dem Pechschwingen in Horde, also Phase 3, wird das Ganze noch etwas wichtiger für uns Noobs. Hust. Wenn ihr jetzt /dbm eingebt, könnt ihr euch die Felder ganz einfach optisch anpassen und verschieben. Dafür geht ihr am besten auf Optionen, allgemeine Einstellungen und drückt auf Starte Testbalken. Jetzt haut DBM irgendwelche Fake-Fähigkeiten raus und ihr könnt das ganz einfach an die Position bringen, indem ihr auf Balken Einstellungen und dann nochmal auf Positionieren drückt. Anschließend kann ganz einfach via Linksklick gehalten das Ganze verschoben werden. Die Schriftart und andere Sorten der reinen Optik kann natürlich auch geändert werden. Klickt euch dazu einfach mal durch das Menü durch. Die Cursive ist ein Addon, welches viele Leute schon in Kombination mit ihrem grafischen UI verbunden haben. Da ich aber momentan gerne noch das Standard-Interface von WoW verwende, benötige ich eine Alternative. Was macht die Cursive aber genau? Im Grunde ist das Addon nur für alle Klassen interessant, welche Fluchen, Zauber entfernen, Entgiften oder Krankheiten entfernen müssen, da ihr diese ganz einfach mit einem Klick auf das jeweilige Kästchen machen könnt. Jedes Kästchen ist so gesehen ein Spieler. Bei mir als Druide ist der Linksklick in dem Fall Fluch entfernen und wenn ich rechts draufklicken würde, würde er Gift reinigen. Das ganze Addon ist natürlich noch individuell anpassbar. Wenn ich ehrlich bin, habe ich hier aber überhaupt nichts umgestellt. Verschieben könnt ihr das Ganze, indem ihr die Alt-Taste gedrückt haltet und am ersten Kästchen oben auf einen kleinen Fleck drückt. Details, ja, ein klassisches Damage-Meter, wie es im Buch steht. Dieses habe ich euch im letzten Addon-Video ebenfalls schon vorgestellt. Ich verwende es aber auch gerne mal dafür, um zu sehen, wer bei uns im Raid entflucht und Magie entfernt. Was viele aber nicht wissen und sich dafür sogar ein eigenes Addon runterladen, wenn ihr Damage-Stealer oder Tank seid, ist die Aggro-Kontrolle in Vanilla noch enorm wichtig. Wenn ihr Aggro zieht, seid ihr tot und könnt bei manchen Encountern, die viel Flächenschaden machen, sogar den kompletten Raid wipen. Gefährliches besagtes Szenario, vor allem auch bei der guten alten Drachendame Onyxia. Wenn jetzt auf das Zahnrädchen klickt und anschließend auf Zusatzmodule Schlachtzug und daraufhin Tiny Fred auswählt, habt ihr ein voll funktionsfähiges Aggrometer. Natürlich könnt ihr das Ganze auch noch in einem separaten Fenster anzeigen lassen, was ihr im Reiter Fensterkontrolle ganz einfach öffnen könnt. Das nächste Addon hört auf den Namen Tell Me When und zeigt euch im Großformat Fähigkeiten bzw. Item Cooldowns an. In meinem Beispiel verwende ich hier Anregen, Schnelligkeit der Natur sowie den Battle Rest, da ich alle drei Fähigkeiten, ohne die Leisten durchschauen zu müssen, schnell im Blick haben will. Hier kann man das Ganze optisch noch auf verschiedensten Arten ändern und einstellen. Soll eine Zeit runterlaufen oder nur ein Schatten langsam verschwinden? Das Ganze ist wieder komplett euch überlassen. Die Optionen ruft ihr ganz einfach auf, wenn ihr /tmw eingebt. Ihr könnt hier jetzt allerdings natürlich noch ganz andere Sachen mit total verschiedenen Konditionen einstellen. Es soll euch zum Beispiel als Krieger immer ein dickes Zeichen daran erinnern, sobald ihr überwältigen oder hinrichten könnt. Auf jeden Fall möglich. Ich benutze das Ganze, wie gesagt, nur als Cooldown-Anzeige, ist aber definitiv mächtiger, als es auf den ersten Blick erscheint. Viele werden sich jetzt fragen, warum erwähnt er nicht Weak Auras? Doch, wollte ich ursprünglich eigentlich auch mit aufnehmen. Jedoch würde ich wahrscheinlich für das Addon allein ein Video benötigen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, darüber mal in naher Zukunft ein eigenes separates Video zu erstellen.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch super gerne einen Daumen da. Schreibt mir zudem bitte einen Kommentar, was euer Lieblings-Addon ist, falls ihr überhaupt eins habt oder spielt ihr komplett ohne. In diesem Sinne, immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.